Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mobilitätseinheit um 11.30 Uhr. Wie schon gestern angekündigt, werden wir uns heute ein bisschen um das Kniegelenk kümmern. Das heißt, wir werden nochmal ein wenig die Wade beanspruchen und auch nochmal den Oberschenkel bzw. den Unterschenkel. Erstmal die Frage an euch, wie ist es euch gestern ergangen? Wie habt ihr das Mobilitätstraining von gestern weggesteckt? Ich hoffe, das Ganze war gut. Ich hoffe, euer Sprunggelenk ist ein bisschen freier, ihr bewegt euch jetzt ein bisschen besser durch den Raum. Und da wollen wir jetzt heute ansetzen und da machen wir jetzt mit dem Knie heute weiter, beziehungsweise alles, was um das Knie herum passiert. Was brauchen wir heute alles an Equipment? Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Stuhl. Einmal hier den Stuhl. Und jetzt muss ich mal ganz kurz aus dem Bild wischen. Komm, ich mach die Dose. Und was wir noch brauchen werden, ist wieder eine Rolle. Wir hatten gestern schon diese Deo-Rolle, die werden wir heute auch wieder benutzen. Wie gesagt, wenn ihr keine Deo-Rolle zu Hause haben solltet, könnt ihr auch gerne eine Haarspray-Dose nehmen, eine Rasierschaumdose oder eine Konservendose. Wichtig ist, dass die Dose etwas größer ist als diese beispielsweise, beziehungsweise Minimum so groß wie hier die. Da wir ein bisschen auch über den Oberschenkel rollen werden, das bedeutet, wir haben natürlich auch einen großen Muskel, eine große Fläche und dann wäre das auch gut, wenn wir eine große Rolle haben. Falls ihr eine Blackroll habt, ist das mega, dann benutzen wir die Blackroll, beziehungsweise ihr benutzt die Blackroll. Wir werden heute aber mit der Dose arbeiten, damit ihr auch seht, wie ihr mit dieser Größe effektiv arbeiten könnt. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Let's go. Let's go. Das heißt 3, 2, 1, los geht's. Wir legen los mit dem ganzen Mobility Workout. Wir fangen erstmal, wie schon gesagt, an mit der Wade. Und wir wollen uns natürlich auch erstmal ein bisschen rollen, so wie wir es gestern auch gemacht haben. Wir setzen uns erstmal hin. Und wir rollen jetzt erstmal, wie schon gesagt, die Wade. Das heißt, wir legen die Dose erstmal auf das andere Bein, damit ihr das ein bisschen besser sehen. Genau. Wir setzen wieder an über dem Sprunggelenk. Wir wollen nicht über das Gelenk drüber rollen, wie auch schon gestern gesagt. Und jetzt fangen wir an mit der Wade über das Sprunggelenk drüber zu rollen. Wir wollen das Ganze auch nicht zu schnell machen, sondern schön den Druck gleichmäßig halten. Und erstmal haltet den Druck auch erstmal etwas gering. Geht bis zum Kniegelenk, wie auch schon gesagt. Die Wade setzt am Oberschenkel an. Und dann wollen wir jetzt langsam von vorne nach hinten drüber rollen. Den Druck könnt ihr auf die Dauer von den Wiederholungen, wir wollen 8 bis 10 Wiederholungen machen, könnt ihr etwas erhöhen und falls ihr merkt, dass eine Stelle etwas mehr wehtut, könnt ihr diesen Druck gerne kurz halten. Haltet den Punkt so 5 bis 10 Sekunden, falls ihr einen Druckpunkt habt, der etwas mehr wehtut auf der Distanz, bzw. in der Wade. Und dann rollen wir weiter von vorne nach hinten. Lasst euch dabei Zeit, wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht durchsprinten oder sonst irgendwas. Das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Von daher schön gemacht und ruhig. Wie gesagt, wir wollen unser Kniegelenk wollen wir mobilisieren. Okay? Warum wollen wir das Kniegelenk mobilisieren, beziehungsweise wie mobilisieren wir das Kniegelenk? Ja, ich habe es gestern auch schon mal kurz angesprochen. Wenn wir Gelenke mobilisieren, arbeiten wir immer 360 Grad. Und das bedeutet, wenn wir jetzt vom Knie ausgehen, haben wir natürlich einmal den Unterschenkel, den wir mobilisieren wollen, und wir haben natürlich auch den Oberschenkel, den wir mobilisieren wollen. Das heißt, wir können 360 Grad um das Gelenk arbeiten. Und das ist der Grund, warum wir jetzt heute auch wieder mit dem Unterschenkel anfangen. Denn wir wollen doch natürlich immer von unten nach oben arbeiten, den Körper oben. Ja? Ein gesundes Fundament, ein gutes Haus steht auf einem gesunden und starken Fundament. Ja, deswegen haben wir jetzt erstmal mit den Füßen angefangen, mit unserem Fundament. Jetzt ziehen wir die erste Mauerreihe hoch, indem wir jetzt quasi den Unterschenkel und die Beine machen. Und dadurch kriegen wir das Kniegelenk eigentlich relativ fit. Wir wechseln die Seite. Wie gesagt, wir wollen 8 bis 10 Wiederholungen pro Seite haben. Schön gemacht, wollen wir da drüber rollen. Wie gesagt, niemals in die Gelenke reinarbeiten. Wir wollen nur bis zum Gelenk gehen. Setzt die Dose auch mal ein bisschen weiter nach hinten an. Genau. Wir wollen natürlich auch schon bis zum Kniegelenk hochkommen. Und wie schon vorhin gesagt,
die Unterschenkelmuskulatur bzw. die Wadenmuskulatur setzt am Oberschenkel an. Das heißt, wir können auch schön weit hochgehen, sodass wir die komplette Muskulatur mobilisieren können. Für die Hartgesottenen unter euch, ihr könnt natürlich eine harte Blackboard holen, ihr könnt natürlich auch hier wieder mit einem Kern arbeiten, beziehungsweise auch mit einem Ball, und somit könnt ihr ein bisschen besser auf die beiden Muskelstränge eingehen, die ihr von hinten seht, beziehungsweise die ihr hinten an der Wade habt. Aber für den Einstieg, für die Leute, die es auch etwas weniger machen unter euch, nehmt am besten eine Rolle oder eine Blackboard, wie ihr kommt. Wie fühlt es sich an? Angenehm. Angenehmer als gestern? Ja. Gestern hatten wir nämlich bei ihr... Hat sich alles mobilisiert. Gestern hatten wir ja ein bisschen bei ihr das Problem, dass die eine Seite ein bisschen besser ging als die andere. Vorhin hatten wir uns schon mal kurz ausgetauscht, dass es jetzt heute wieder ein bisschen besser gelaufen ist. Und deswegen jetzt auch nochmal die Frage, wie es jetzt heute geht. Und da fragt euch auch nochmal selbst, wenn ihr gestern das Mobilitätsworkout mitgemacht habt, ob ihr heute schon einen Unterschied spürt, wenn ihr jetzt über die Muskulatur drüber wollt, ob das sich schon ein bisschen anders anfühlt, ob sich die Schmerzpunkte schon mal ein bisschen verändert haben oder ob überhaupt noch Schmerzpunkte vorhanden sind. Okay, wir haben die Wiederholungszahl erreicht. Wie auch gestern, wir haben natürlich unter der Wadenmuskulatur, die ihr von hinten seht, haben wir noch eine andere Wadenmuskulatur. Es wird ein bisschen schwieriger, die Wadenmuskulatur zu erreichen. Auch hier könnt ihr deutlich besser mit dem Ball arbeiten, aber auch für den Einstieg werden wir jetzt erstmal das Becken ein wenig kippen und seitlich über die Muskulatur drüber rollen, dass wir wenigstens hier ein wenig in diesen Druckpunkt reinarbeiten können, beziehungsweise in die Muskulatur reinarbeiten können. Auch hier wieder findet den richtigen Ansatzpunkt von der Rolle und wir wollen wieder vom Kniegelenk bis zum Sprunggelenk arbeiten, aber natürlich wieder nicht in die Gelenke reinarbeiten. Auch hier besser als gestern? Ja. Ja, wir hatten ja gestern das, ich sage mir nicht Phänomen, sondern hatten wir den Punkt, dass auf der linken Seite außen ein bisschen mehr Druck gab und auf der rechten Seite gab es innen ein wenig mehr Druck. Ja, das haben wir natürlich auch bei diesen Mobilitätsübungen gespürt, als wir den Fuß ein bisschen gekreist haben und von links nach rechts bewegt haben. Und durch die ganze Arbeit, die wir jetzt gestern reingesteckt haben, ist es natürlich auch ein bisschen besser geworden. Damit ihr nicht immer mit den Beinen von vorne nach hinten wandern müsst, also mit eurem Standbein, versucht eine Position zu finden, in der ihr dann flüssig über die Muskulatur rüberrollen könnt, sodass ihr nicht immer eure Position neu anpassen müsst. Ja. Gut, wir wechseln einmal die Seite. Wechselt, legt am besten die Dose oder eure Rolle, Entschuldigung, legt ihr am besten in der Mitte vom Unterschenkel an. So habt ihr natürlich nicht einen komplett langen Weg nach vorne und auch nicht so einen komplett langen Weg nach hinten und müsst hier auch nicht so viel hin und her anpassen, wenn ihr das Ganze macht. Auch hier die Seite ein bisschen besser als gestern? Ja. Ich hoffe, bei euch ist es natürlich auch besser. Hier der Hinweis, falls ihr wieder einen Schmerzpunkt haben solltet, der ein bisschen größer ist, der ein bisschen mehr wehtut, beziehungsweise eine Stelle, die ein bisschen mehr wehtut, haltet die Stelle kurz, 5 bis 10 Sekunden, übt dann noch ein bisschen Druck aus und dann rollt ganz normal weiter. Dadurch helfen wir der Muskulatur ein bisschen weiter zu durchbluten, sich ein bisschen zu öffnen und den Schmerzpunkt zu lösen. Gut, wie auch gestern schon, wir haben natürlich nicht nur hinten die Unterschenkelmuskulatur, sondern wir haben auch wieder vorne die Unterschenkelmuskulatur, die wir natürlich auch ein wenig lockern wollen. Und zwar wollen wir nicht auf der Innenseite vom Unterschenkel rollen, sondern wir wollen auf der Außenseite vom Unterschenkel rollen. Weil innen ist der Knochen und wie wir schon bereits wissen, wir wollen nicht über die Knochen rollen. Falls ihr euch dreht und eure Wirbelsäule ein wenig knackst, ist das gar nicht so schlimm, dann ist wieder alles drin und ist wieder da, wo es hingehört. Und dann hier. Wir wollen das Bein jetzt natürlich ein bisschen verdrehen, sodass wir nicht auf den Knochen arbeiten und auch hier wieder dann vom Sprunggelenk bis zum Knie einmal über die Muskulatur drüber rollen.
ihr da am besten drüber rollt. Sarah macht das richtig gut vor. Im Grunde genommen stützt sie die Unterarme auf und über diese Unterarme schiebt sie sich von vorne nach hinten. Das Bein, was jetzt gerade nicht am Rollen ist, hilft ihr dabei ein wenig. Ja, also ihr könnt auch gerne das Bein ablegen, also das Bein, was nicht am Rollen ist, könnt ihr gerne ablegen, beziehungsweise das Knie, um euch da ein bisschen zu unterstützen, dass ihr auch einmal den Druck ein wenig reduziert, der auf euer Bein herrscht, und zum anderen macht es das Ganze für euch ein bisschen einfacher, wenn ihr von vorne nach hinten wollt. Und wir rollen, wie gesagt, vom Kniegelenk zurück, 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 zurück. Ja, das ist schlimm. Genau. Bis runter zum Sprunggelenk rollen. Das heißt, wir wollen hier rauskommen. Da wollen wir ein Stück nach vorne. Genau. Wir wollen also die kompletten Oberschenkel in der Länge voll ausnutzen, um da effektiv arbeiten zu können und wirklich jeden Bereich auszusprechen. Wir wechseln die Seite. Wieder vom Sprunggelenk nimm mal den Fuß und drück den hier ein bisschen weiter raus. Und das Bein auch ein bisschen weiter. Bis zum Kniegelenk, aber nicht ins Gelenk rein. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Jetzt spürt auch mal, ob das jetzt über die Dauer vom Rollen, ob sich der Schmerzpunkt ein wenig löst oder ob sich die Muskulatur ein wenig löst. Wenn das der Fall ist, ist das schon mal richtig gut. Falls ihr das nicht direkt spürt, ist es gar kein Problem. Wir werden es gleich noch mal ein bisschen testen. Wir haben jetzt kein Testing vorher gemacht. Wir haben jetzt nur das Gefühl von der Veränderung von gestern auf heute. Wir werden uns aber gleich noch mal hinstellen und noch mal schauen, wie das Ganze sich jetzt äußert. Ich spüre es. Sie spürt es auf jeden Fall schon mal, dass es besser geworden ist. Das ist gut. Okay, dann stell dich mal hin. Und kurz die Beine wieder ausschütteln. Kurz rumgehen. Wichtig ist, wenn wir sowas testen, dass wir uns immer kurz durch den Raum bewegen. Jetzt fühle ich mich leichter. Ihr fühlt sich leichter. Das heißt, im Umkehrschluss, im Endeffekt hat das Ganze was gebracht. Wir sind hier ein bisschen mobilisierter, ein bisschen durchbluteter und so weiter. Und jetzt können wir uns an den Oberschenkel anwagen. Oberschenkel ist, bei manchen Leuten könnte es sein, dass hier gerade im äußeren Bereich, dass es ein bisschen wehtut. Das ist aber gar nicht so schlimm. Dafür machen wir das Ganze, dass es halt besser wird. Also, leg dich mal auf den Bauch. Wir werden jetzt erstmal mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur anfangen. Wir nehmen jetzt die Deo-Rolle, in eurem Fall die Haarspray-Rolle, wie auch immer. Werden die jetzt auch wieder hier in der Mitte vom Oberschenkel anlegen. Und wir gehen maximal bis zum Hüftknochen hoch und bis zur Kniescheibe. Wir werden absolut nicht über die Kniescheibe drüber rollen. Ja? Warum? Die Muskulatur geht bis hier hin und wie schon gesagt, wir wollen nicht über Knochen rollen. Und die Kniescheibe ist Knochen, von daher lassen wir das Ganze. Und wir rollen jetzt erstmal einfach nur mittig über den Oberschenkel. Der Oberschenkel ist natürlich etwas größer, etwas breiter als unsere restliche Muskulatur. Und wir wollen so weit hochrollen, dass wir den Hüftbeuger, der hier oben am Becken vorbeigeht, beziehungsweise durch das Becken durchgeht, dass wir den noch mitnehmen. Ne? Könnt ihr das Becken mal ein wenig kippen und die Innenseite eures Oberschenkels rollen. Also nicht komplett die Innenseite, sondern ihr habt vier Muskelstränge. Wir sind jetzt gerade über die Mitte gerollt, wollen jetzt ein bisschen mehr auf den inneren Bereich gehen. Das heißt, wir gehen jetzt ungefähr hier in den Park bei dir. Merkst du das? Genau. Ja, also dass wir den Muskel ansprechen, der hier vorne, den ihr seht, wenn man sich jetzt beispielsweise hinkommt, dass wir genau den kriegen. Ja? Sie spürt's. Ich hoffe, ihr spürt's auch. Ja, ich hoffe, ihr, wie gesagt, ihr rollt nicht über die Gelenke, sondern nur über die Muskulatur, über die wir gerade hier sprechen. Auch da, wenn wir ein paar Wiederholungen erreicht haben, dann verlagern wir das Ganze ein bisschen auf die Außenseite vom Oberschenkel. Das heißt, wir wollen jetzt hier den äußeren Part von der Vorderseite bekommen. Wir wollen nicht komplett nach außen rollen,
sondern den äußeren Part von der Vorderseite. Auch da wieder der Hinweis, bis zum Beckenknochen. Wenn er das hat, dann geht ihr natürlich wieder zurück bis zum Gelenk, aber nicht in das Gelenk rein. Wir wechseln das Bein, wir haben natürlich zwei Beine, das bedeutet, wir werden das Ganze natürlich jetzt auch mit der anderen Körperseite machen, beziehungsweise mit der anderen Hälfte. Auch wieder hier, weil wir fangen in der Mitte an, wir rollen erstmal mittig komplett über den Oberschenkel 5-6 Mal. Wenn wir das dann haben, dann werden wir gleich wieder erstmal die Innenseite ein bisschen massieren von dem vorderen Part des Oberschenkels. Und danach werden wir ganz kurz den äußeren Part machen von der Vorderseite. Auch hierbei wieder, falls ihr einen Schmerzpunkt haben solltet, der euch ein wenig mehr wehtut, rollt bis zu diesem Punkt rein, haltet diesen Schmerzpunkt kurz, 5 bis 10 Sekunden und danach rollen wir ganz normal weiter. Wir wollen, wie gesagt, ein bisschen die Durchblutung anregen. Wir wollen dem Muskel helfen, sich zu entspannen. Wir wollen dem Kniegelenk ein bisschen mehr Mobilität geben. Das ist essentiell wichtig, dass wir auch diese Schmerzpunkte bearbeiten. Was Sarah jetzt über die Dauer auch sehr gut macht, sie behält das Tempo bei. Ja? Wie ich es am Anfang schon angekündigt habe, beziehungsweise gesagt habe, wir wollen da jetzt nicht durchsprinten. Ja? Es geht nicht darum, dass wir jetzt schnellstmöglich über den Muskel drüber gerollt sind, sondern wir wollen wirklich einfach langsam, wie bei einem Marathon, mit einem konstanten Tempo schön über die Muskulatur nach vorne und nach hinten rollen, sodass wir da schön gleichmäßig drüber arbeiten. So. Wir verlagern das Gewicht auf die vordere Innenseite. Wie fühlt es sich an? Entspannender. Entspannender. Auch hier wollen wir natürlich erreichen, dass über die Dauer des Rollens, nicht nur wie beim Unterschenkel, sondern beim Oberschenkel natürlich auch, dass über die Dauer des Rollens der Muskel etwas lockerer wird. Das ist halt, wie gesagt, dass da ein bisschen mehr Mobilität reinkommt, sodass wir das Knie ein bisschen flüssiger bewegen. Die Außenseite ist am härtesten. Die Außenseite ist am härtesten, das ist wichtig. Ja, es liegt daran, wir haben hier außen eine große Sehnenplatte, das hier ist alles Sehne, was ihr hier auf der Außenseite habt. Das werden wir natürlich ein bisschen anreißen, wenn wir den äußeren Part von der Vorderseite ansprechen. Wir werden gleich aber auch hier ein bisschen über die Sehnenplatte drüber rollen. Dann werdet ihr mal merken, was die Sache jetzt genau meint. Aber wichtig ist erstmal, dass wir das Kniegelenk ein bisschen flüssiger bekommen. Wir tauschen die Seite, beziehungsweise wir gehen jetzt nochmal, wie ich schon vorhin gesagt, einmal hier über den Außenpart vom Oberschenkel. Von der Vorderseite ganz, ganz wichtig. Und auch hierbei wieder, wir wollen so weit hochgehen, dass wir bis zum Hüftknochen kommen. Wir wollen aber nicht in den Hüftknochen reinarbeiten, sondern stellt euch vor, das hier ist jetzt mein Hüftknochen, hier meine Hand, das hier ist der Oberschenkel und das hier ist das Knie. Wir wollen von hier ganz kurz oberhalb des Knies, wollen wir hocharbeiten, bis zu meinem Handgelenk, aber nicht in das Handgelenk rein. Hier ist das Handgelenk und darum geht. Das hier ist jetzt in dem Fall symbolisch der Beckenknochen und wir wollen hier vorne rauskommen, runter bis zum Knie arbeiten, nicht ins Kniegelenk rein und wieder. Okay, stell dich mal kurz hin. Kurz ausschütteln.
Vom Gefühl? Gelockert, wirklich. Ja, das fühlt sich ein bisschen gelockert an, aber ich hoffe, ihr seht. Man merkt, dass es drüber gerollt. Bitte? Man merkt, dass es drüber gerollt. Ja, und jetzt findet ein kleiner Prozess statt. Bewegt euch am besten direkt mal ein paar Schritte durch den Raum. Durch die Bewegung forcieren wir, dass in dem Oberschenkel was passiert, beziehungsweise forcieren wir das, was wir jetzt gerade an Arbeit reingesteckt haben. Wir haben natürlich auch eine Oberschenkelrückseite, die wir jetzt als nächstes machen. Dafür setzen wir uns hin. Legen die Dose erstmal in die Mitte von unserem Oberschenkel. Jetzt ziehen wir das Becken gleich an. Und jetzt rollen wir von vorne nach hinten über die Dose. Ihr habt ein Standbein, ihr könnt euch gerne über das Standbein abstützen. Ihr könnt euch gleichzeitig auch über die Hände abstützen. Und dann rollen wir jetzt von vorne langsam nach hinten. Ihr könnt euren Fuß könnt ihr ablegen. Wenn ihr ein bisschen mehr Effekt haben wollt, könnt ihr den Fuß natürlich auch runterdrücken, falls ihr da ein bisschen zu wenig Reiz spürt. Oder ihr hebt den Fuß einfach ganz normal an, sodass nur das Gewicht vom Bein auf der Rolle bzw. auf eurer Dose. Hierbei wollen wir auch quasi bis zum Ansatz vom Po. Ja, das heißt, wir wollen wirklich bis hierhin arbeiten. Wir gehen über den Oberschenkel drüber. Und was Sarah hier auch schon ganz gut macht, der Oberschenkel bzw. unser Beinbeuger setzt jetzt hier in dem Fall am Unterschenkel an. Das heißt, die Muskulatur geht bis hier unten hin. Hier unten gibt es eine Sehne, die dann hier den Zug entwickelt, dass wir diese Funktion erreichen können. Das heißt, wir wollen schon wirklich bis zum Gelenke arbeiten und dann wieder hoch bis zum Po. Jetzt drehen wir uns ganz, ganz leicht auf die Außenseite, weil wir haben beim Beinbeuger haben wir zwei Muskeln, die wir jetzt hier in erster Linie vorne haben, hinten haben. Und dadurch können wir einmal ein bisschen mehr den einen Muskelstrang beanspruchen. Und wenn wir das haben, nach drei Wiederholungen, dann haben wir den anderen Muskelstrang beanspruchen. Merkst du einen Unterschied zum mittleren Rollen? Ja, das ist wieder schmerzhaft. Das ist wieder schmerzhaft, okay. Auch Sarah hat ein bisschen Muskelkater in ihrer Beinbeugemuskulatur. Und da ist es dann natürlich jetzt sowieso ein bisschen intensiver, wenn wir jetzt darüber rollen und das Ganze hier nicht stehen. Wir wechseln auf die Innenseite von der Hintermuskulatur, das heißt, wir kippen unser Becken wieder ein wenig. So ist es gut. Und nicht weiter kippen, ein bisschen weiter zurück. Ja. Okay. Wir wechseln das Bein. Auch hier mal wieder. Fangen wir in der Mitte an. Auch hier mal wieder. Der war nicht hier auf der Seite. Nein, so. Wir fangen wieder mittig an. Ja, wir wollen jetzt erstmal beide Muskelstränge ein bisschen massieren. Also wir haben natürlich auch noch einen Muskelstrang, beziehungsweise einen weiteren Hauptmuskelstrang. Wir wollen jetzt aber in erster Linie die beiden anrollen, wie man jetzt oben sieht. Genau, auch wieder schön bis zum Kniegelenk. Wir wollen danach bis zum Ansatz vom Po. Und wieder zurück. Werden wir dann jetzt ein wenig auf die Innenseite rollen. Beziehungsweise genau, wir werden das Bein ein wenig drehen, sodass wir mehr den einen Strang bekommen, von dem ich eben schon gesprochen habe. Da rollen wir jetzt ein paar Mal rüber. Und dann wechseln wir die Innenseite auf die Außenseite, sorry.
Genau, und weiter geht's. Jetzt beanspruchen wir mehr den äußeren Part. Auch wieder hier vom Gelenk bis zum Po. Schmerzen kommen, weil bei sehr, sehr vielen Menschen hier die Sehnenplatte, die hier außen ist, etwas verhärtet ist. Ja? Falls das der Fall bei euch sein sollte, falls ihr gleich spürt, dass das weh tut, versucht darüber zu rollen, aber versucht so wenig Druck wie möglich auf diesen Part hier, auf diese Sehnenplatte hier außen auszuüben. Aber versucht trotzdem darüber zu rollen. Ich gehe mal davon aus, dass bei den meisten der Schmerzpunkt hier vorne sein wird, falls überhaupt einer existiert. Ja, hier oben sollte das Ganze ein bisschen einfacher gehen. Wir kippen uns erstmal auf die linke Seite. Das heißt, wir drehen das Becken einmal komplett auf die linke Seite. Und unser Standfuß kommt jetzt erstmal nach vorne. Genau. Wir drehen uns einmal komplett rum. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal über den Fuß zu stützen. Wir können einmal hierüber stützen, über den anderen Fuß, über dieses Bein. Und gleichzeitig können wir über beide Arme stützen. Dadurch haben wir vier verschiedene Punkte, über die wir den Druck vom Bein wegnehmen können. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt gleich anfangt zu rollen, fangen wir an, habt ihr die Möglichkeit, jetzt genau zu dosieren, wie viel Druck übe ich überhaupt auf die Dose bzw. auf die Rolle aus. Ja, und jetzt direkt schon mal die Frage nach dem ersten Rollen. Tut es weh oder nicht? Ja. Ja. So, wo tut es mehr weh? Richtung Knie oder Richtung Po? Richtung Po. Richtung Po bei dir? Mhm. Es ist halt ganz, ganz oft, dass hier der Part bei Mobilitätssachen vernachlässigt wird. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall sehr intensiv arbeiten, beziehungsweise wir wollen auf jeden Fall in dem Bereich mit beanspruchen, dass der auf Dauer besser wird. Wie gesagt, falls ihr euch ein bisschen Druck da wegnehmen wollt, über das Bein oder über die Hände, könnt ihr da sehr, sehr gut den Druck dosieren. Auch hier mal wieder, wir wollen bis zum Knochen hoch, wir wollen nicht auf den Knochen und wir wollen bis zum Kniegelenk runter und wir wollen auch nicht ins Kniegelenk reinarbeiten. Auf einer Skala von 1 bis 10 sollte der Schmerzpunkt. Bitte? Also, halten ist anstrengend. Ja, also Stützen ist natürlich auch anstrengend, falls wir das Ganze für euch ein wenig zu schnell durchziehen, könnt ihr natürlich gerne das Video auf Pause drücken oder ihr findet euer eigenes Tempo. Aber wichtig ist, dass ihr das Ganze durchzieht. Also, falls ihr mal kurz die Arme auslockern müsst, ist es gar kein Problem, macht einfach kurz Pause, lockert die Arme aus und dann macht danach. Auf einer Skala von 1 bis 10 sollte das Ganze eine 8 nicht überschreiten. Wenn das so Richtung 8,5 geht, ist es gerade noch im Rahmen, aber so eine 9 und 10 wollen wir vermeiden. Wir wollen das Ganze jetzt nicht abbrechen. Ja. Aber wenn 10 jetzt so der stärkste Schmerz ist, den ihr mal erfahren habt und nur so gar nichts, Larifari, dann soll das maximal bis zu einer 8,5 gehen. Wir wechseln einmal die Seite, wir kippen jetzt das Becken auf die andere Seite. Und auch hier
arbeiten wir wieder vom Kniegelenk aus. Also hier ist das Kniegelenk. Wir wollen über dem Kniegelenk ansetzen. Wir arbeiten dann hoch bis zum Becken und wieder runter. Jetzt werdet ihr merken, ob eine Seite in eurem Alltag ein wenig mehr beansprucht ist als die andere Seite. Ich würde mal behaupten, dass die rechte Seite bei Sarah mehr wehtut. Nein? 50-50 Chance, und ich habe natürlich daneben gegriffen, weil Sarah ist jetzt die linke Seite, die ein bisschen mehr verspannt ist. Entschuldigung. Aber ihr werdet definitiv merken, dass eine Seite ein bisschen weniger gut funktioniert, in Anführungsstrichen, als die andere. Okay. Wir richten uns nochmal kurz auf. Und wie auch eben schon gesagt, wir wollen jetzt erstmal wieder ein bisschen durch den Raum laufen. Bewegt euch ein bisschen, 10, 12 Schritte. Wie fühlt es sich an? Da ist irgendwas passiert, aber komisch, ne? Ja. Schon. Also am Ende wirklich, wenn man hochgeht, ist da was drüber geholfen. Ja. Also man spürt schon, dass hier jetzt gerade auf der Außenseite noch irgendwas passiert ist. Es ist aber schwieriger ein bisschen für den Körper zu erfassen, weil das alles hier eigentlich hauptsächlich Sehne ist. Und deswegen, irgendwas ist passiert und wie Sarah es auch gerade so sagt, wenn man jetzt hier drüber geht, okay, da ist irgendwas drüber gerollt oder irgendwas hat das Ganze dann die ganze Zeit passiert, aber man ist sich nicht ganz sicher. Anders ist es jetzt, wenn ihr euch noch kurz zurückerinnert, bei der vorderen Oberschenkelmuskulatur oder bei der Beinbeugenmuskulatur, da haben wir jetzt direkt einen Unterschied gemerkt, oder? Ja. Ja. Weil die Muskulatur ein bisschen von der Sensorik anders funktioniert. Und ja. Wir haben jetzt noch die Innenseite von der Muskulatur. Hast du das schon mal gemacht? Nope. No. Ich werde das mal ganz kurz vormachen. Du machst das dann jetzt nach. Ich gebe dir die Rolle. Dankeschön. So, dann muss man kurz auf Seite gehen. Und zwar, wir wollen jetzt, wie schon gesagt, die Innenseite von der Muskulatur beanspruchen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal auf den Bauch legen. Und das Bein winkeln wir hier im 90-Grad-Winkel ab. Die Dose legen wir wieder in die Mitte vom Oberschenkel. Und jetzt ist das Problem, wenn wir eine zu kleine Dose haben, können wir hier jetzt nicht effektiv arbeiten. Wir werden es trotzdem mal versuchen. Wir werden jetzt rüberrollen, rausrollen bis wieder zum Kniegelenk. Und wir rollen dann wieder bis zum Becken nach vorne durch. Ja, auch hier wollen nicht in den Schritt komplett rein. Wir wollen nur bis zum Ansatz vom Becken. Und dann wieder bis zum Kniegelenk aus. Hast du es verstanden? Yes. Gut. Genau, wir wollen jetzt wirklich den Oberschenkel im 90-Grad-Winkel vom Becken weg haben. Und der Unterschenkel ist auch nochmal 90 Grad vom Becken weg. Es wird euch einfacher fallen, wenn ihr eine größere Rolle habt. Und ich komme auf die andere Seite. Wenn ihr eine größere Rolle habt, wird euch das Ganze natürlich etwas leichter fallen. Und auch hier wieder der Hinweis, falls ihr einen Punkt habt, der euch etwas mehr wehtut, haltet diesen Punkt kurz und danach rollt wieder weiter von vorne nach hinten. Aber nicht über die Gelenke drüber. Einmal Seitenwechsel. Kleiner Tipp, damit ihr nicht die ganze Zeit von links nach rechts mit den Händen wandern müsst. Es ist am einfachsten, wenn ihr wirklich das Becken einmal komplett drüber bewegt und dann das Becken auf die andere Seite bewegt. Gleichzeitig habt ihr dann natürlich noch so ein bisschen Hüftbeweglichkeit mit drin, dass ihr das kombiniert, das Ganze hier eigentlich sehr, sehr gut. Und dann können wir eigentlich sehr gut die Adduktoren bearbeiten. Okay, dann stell dich mal kurz hin. Auch hier wollen wir jetzt wieder durchgehen. Wie gesagt, bei uns ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, ja, von dem Effekt, weil die Dose ein wenig zu klein ist. Aber auch hier solltet ihr jetzt im Normalfall eine Änderung spüren. Eine, sagen wir mal, verbesserte Änderung. Eine verbesserte Änderung.
etwas freier ist. Wir haben jetzt das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet auf eine Bewegung, auf eine Dehnung, wie auch immer. Rollen haben wir jetzt abgeschlossen. Wir werden jetzt die Muskulatur dehnen, die wir jetzt gerade gerollt haben. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten, die Wade zu dehnen. Einmal, geh mal in den Ausfallschritt bitte. Mach den Ausfallschritt etwas größer. Ja. Wir schieben jetzt das Becken nach vorne. Es kann natürlich sein, dass dabei die hintere Ferse etwas abhebt, das ist aber gar nicht so schlimm. Wir wollen nur versuchen, die Ferse in Richtung Boden zu drücken. Das hintere Bein ist gestreckt und wir wollen jetzt hier einen Zug in der Wade erzeugen. Der Zug ist da. Der Zug ist da, sehr gut. Wenn ihr das richtig macht, dann habt ihr natürlich auch den Zug, der stark entsteht. Jede Dehnposition wollen wir 30 Sekunden halten. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Müsst ihr auch noch kurz gleich aus dem Bild springen. Ich brauche mal kurz mein Handy. Da ist es ja. Okay. Gut. Dann die 30 Sekunden haben wir erreicht. Wir wechseln einfach kurz das Bein. Jetzt nehme ich noch die Zeit dafür. Und ich stoppe läuft. 30 Sekunden wollen wir, wie gesagt, die Dehnposition halten. Egal in welchem Bereich wir dehnen, es müssten mindestens 30 Sekunden sein, damit wir wirklich eine Tonusänderung bzw. auch eine Muskelgelenkveränderung hervorrufen können. Das hintere Bein ist gestreckt. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn die Ferse kurz hinten abhebt. Wir wollen einfach nur erzeugen, dass wir durch den Druck, den wir ausüben, dass wir die Ferse auch in Richtung Boden führen wollen, dass wir hier eine Dehnung hinbekommen. Okay, die 30 Sekunden sind um. Ich muss mal kurz die Kameraposition ändern, denn wir gehen jetzt kurz an die Wand. Und zwar einmal hier hin. Genau. Geh mal in den Kniestand bitte. So. Je nach... Je nach Knieposition sprecht einen anderen Bereich der Wade an. Wir haben jetzt ein gebeugtes Knie, das heißt, wir treffen, wie gesagt, den anderen Part von der Wade. Wir heben jetzt den vorderen Fuß an, drücken den gegen die Wand und führen jetzt das Knie in Richtung der Wand, sodass wir dann wieder eine Dehnung in der Wade erzeugen. Ja, versucht das Ganze vielleicht nicht auf der Matte zu machen. So. Und die Dehnposition wollen wir dann auch wieder 30 Sekunden halten. Nach 30 Sekunden wollen wir das Ganze wieder wechseln. Ja, wie gesagt, der Fuß ist an der Wand aufgestellt, so wie ihr das jetzt hier bei Sarah seht. Und dann wollen wir das Knie in Richtung der Wand schieben, sodass wir hier den Bereich gut dehnen können. Okay, Sarah, dehnt noch ein paar Sekunden, ich nehme die Kamera wieder mit. Gut, Sarah, du kannst wieder auf die Matte gehen. Wie auch in der gestrigen Einheit schon, wollen wir jetzt natürlich auch den vorderen Bereich von der Wade dehnen, was Sarah jetzt wahrscheinlich unbewusst gemacht hat. Ja. Also das, was Sarah jetzt unbewusst richtig gemacht hat, wollen wir natürlich jetzt auch wieder machen. Das heißt, wir knien uns auf die Matte, wir strecken den Fuß nach hinten weg, wir bringen die Zehenspitzen zusammen und die Ferse zusammen und danach bringen wir unser Körpergewicht langsam in Richtung der Ferse und je nach Beweglichkeit bzw. je nachdem, ob das anfängt zu krampfen oder ob das wehtut, können wir uns natürlich erst mal vorne ein wenig abstützen, das Gewicht ein bisschen abfedern und uns langsam daran gewöhnen, in die Dehnung reinzugehen. Was ganz, ganz wichtig ist beim Dehnen, auch versuchen, mit jeder Dehnposition, mit jedem Ausatmen mehr zu akzeptieren, nennt man das Ganze.
Das bedeutet, wenn ihr ausatmet, versucht ihr weiter zu entspannen, den Schmerz, der entsteht, diesen Zug, der entsteht, zuzulassen und dadurch immer weiter aufrechter in die Dehnposition hineinzukommen. Das gilt für jede Position, egal ob es jetzt eine Brustdehnung ist, ob es jetzt eine Dehnung vom unteren Rücken ist oder von der Wadenmuskulatur. Wir wollen bei jeder Dehnung erreichen, dass wir komplett entspannt in dieser Dehnposition sitzen. Ich gehe mal davon aus, auch wenn ihr das gestrige Mobilitätsvideo gesehen habt, dass Sarah keine Veränderung spürt? No. Ich merke auf jeden Fall schon, dass hier der Spann ein bisschen zieht, dass der Weich um das Sprunggelenk ein wenig zieht. Und wenn ihr auch nicht allzu oft hier in der Position sitzt, dann solltet ihr das auch merken. Ja. So, wir machen weiter, wir richten uns kurz auf. Wir gehen immer langsam aus einer Dehnposition raus. Und jetzt kurz die Unterschenkel ausschütteln. Einmal kurz durch die Gegend laufen. Wir machen weiter mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu dehnen. Einmal im Kniestand oder an der Wand. Falls ihr nicht lange knien könnt, versuchen wir das Ganze gleich mal an der Wand. Wir fangen aber an im Kniestand. Auf ein Bein im Kniestand, das heißt ein Bein kommt nach vorne. Ja, ganz normal, stell dich mal auf. Vom Ausfallschritt zurück. So. Wir haben jetzt hier eine aufrechte Haltung von unserem vorderen Oberschenkel. Wir versuchen jetzt, unseren hinteren Fuß in die Hand zu nehmen. Genau, und wir richten uns jetzt auf. Und jetzt im Optimalfall merken wir hier einen kleinen Zug. Spürst du das? Ja. Ja? Gut. Falls es eure Beweglichkeit zulässt, versucht am Fußgelenk zu greifen. Falls eure Beweglichkeit das nicht ganz zulässt, versucht an die Mitte des Fußes zu greifen, aber an die Zehenspitzen ist relativ ungünstig. Falls das der Fall ist, falls ihr nur an die Zehenspitzen kommt, dann gehen wir jetzt gleich an die Wand. Das werde ich jetzt auch direkt machen. Einmal aufstellen. So, haltet euch an der Wand fest. Und jetzt hebt ihr euer linkes Bein hinten an. Genau, und jetzt greift ihr am Fußgelenk. Wir wollen die Knie zusammenbringen. Das Becken leicht nach vorne bringen und den Fuß aber nach hinten ziehen. Genau. Die Knie bleiben immer schön zusammen, so wie es jetzt hier bei Sarah der Fall ist. Und jetzt müsst ihr hier vorne in dem Bereich die Dehnung spüren. Ja. Ja, gut. Sarah spürt die Dehnung. Das ist also wie gesagt die Alternative. Falls ihr das in dem Kniestand nicht hinbekommt, dann macht das Ganze bitte an der Wand. Einmal die Beine gerade wechseln. Wir machen jetzt erstmal nur, genau, dann einmal kurz auf die Seite wechseln, wenn ihr das wollt. Becken wieder leicht nach vorne schieben, das heißt, wir pressen die Pobacken zusammen, die Knie sind zusammengeführt und wir greifen, wie gesagt, am Sprunggelenk und ziehen das Sprunggelenk etwas nach hinten und bringen das Becken nach vorne, um die Spannung da reinzubringen. Okay. Ja, wir dehnen jetzt den hinteren Part von der Oberschenkelmuskulatur, da auch wieder zwei Varianten. Einmal können wir das Ganze auch wieder im Kniestand machen, indem wir das vordere Bein dann jetzt einfach wegstrecken, die Zehenspitze ranziehen und den Po leicht in Richtung der Ferse führen, die hinten ist. Und wir lehnen den Oberkörper nach vorne, so bekommen wir hier die Spannung in den Beinbeuger rein, die wir dafür brauchen, um die Dehnung zu erzeugen. Das ist die eine Alternative. Genau. Wie Sarah es jetzt macht, das Becken wird nach hinten geführt. Das Becken kommt nach hinten. Setzt sich gerade auf die Ferse. Genau. Und je weiter ihr euch nach vorne beugt und je weiter ihr diese Zehenspitze zu euch zieht, desto mehr Druck entsteht von der Kniekehle an den Beinbeuger hoch. Sie merkt es. Auch natürlich ein bisschen den Muskelkater geschuldet, den sie hat. Das ist die eine Alternative. Die andere Alternative ist, man macht das Ganze im Stehen. Stell dich mal ganz kurz hin. Genau, und jetzt stellst du das eine Bein einfach nur noch weiter nach vorne. Das Bein hier ist gestreckt, das Bein hier ist gebeugt. Genau, und jetzt hier die Zehenspitze ziehen wir ran. Der Oberkörper neigt nach vorne. Und jetzt müsste hier auch der gleiche Zug entstehen, den du gerade eben gemacht hast. Ja. Genau.
kann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, indem man jetzt sich quasi immer weiter nach hinten setzt. Mhm. Und dadurch kriegt man dann immer weiter Zug rein. Wir wollen das Ganze natürlich auch nicht übertreiben, dass irgendwas passiert. Wir wechseln einmal das Bein. Kannst du ruhig im Stehen machen, wenn du möchtest. Wie gesagt, nicht vergessen, 30 Sekunden wollen wir... Wir sind wieder da. Die Kamera ist eben kurz ausgegangen. So, wir haben die Vorderseite gedehnt, wir haben die Rückseite gedehnt. Jetzt wollen wir natürlich noch ein wenig die Innenseite dehnen. Dafür kannst du direkt wieder aufstehen. Und zwar, wir machen das Ganze jetzt nur im Stehen. Wir machen das Ganze gerade nicht im Kniestand. Im Kniestand, das haben wir euch noch nicht gezeigt. Werden wir aber die Tage noch machen. Und zwar, wir stellen uns breiter als hüftbreit hin. Die Matte brauchen wir nicht mehr. Doch, die kommen gleich einmal noch. Komm ein bisschen, stell dich ruhig über die Matte. Noch breiter als hüftbreit. Und wir knicken jetzt ein Bein. Und wir kommen mit unserem Gewicht rüber auf die Seite von dem geknickten Bein. Der Po geht ein wenig nach hinten. Der Rücken bleibt gerade. Wir wollen jetzt auf der Innenseite, wollen wir jetzt, dass da ein Zug entsteht. Der Zug ist da, das ist super. Der Fuß hier bleibt aufgestellt. Ja, das heißt, wir wollen nicht, dass der Fuß nach innen kippt. Das wollen wir absolut nicht. Wir wollen das vermeiden, sondern wir wollen, dass der Fuß hier aufgestellt ist, sodass wir hier auf der Innenseite einen guten Zug hinbekommen. Auch das wollen wir wieder 30 Sekunden halten. 20 haben wir schon. Und dann wechseln wir die Seite und machen das Gleiche zu der anderen Seite. Wir schieben nur das Becken nach vorne, der hintere Fuß ist lang, den lassen wir einfach da, wo er ist. Und jetzt müsst ihr schon merken, dass es hier vorne anfängt zu ziehen. Versucht in diesen Punkt reinzugehen, das wirklich den Punkt zu akzeptieren und hier versuchen locker zu lassen und erstmal diesen Punkt einfach nur halten. Was nämlich jetzt zieht, ist nämlich der Hüftbeuger. Das ist der Hüftbeuger setzt den unteren Rücken an. Wenn wir den hier ein bisschen mobilisieren, könnte es auch sein, dass eure Rückenschmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich besser werden. Einfach mal nur akzeptieren, wie gesagt, den Schmerz. Wollen uns jetzt aufrichten, die Wirbelsäule lang machen. Und die Hände nehmen wir jetzt erstmal und schieben die auf die Seite von dem Bein, was wir gerade dehnen. Ja, und dadurch solltet ihr merken, dass der Zug sich hier noch ein wenig vergrößert. Und für die, die ganz fortgeschritten sind, streckt die Wirbelsäule wirklich, verdreht euch komplett und neigt euch auch nochmal nach hinten. Und haltet die Dehnposition, wie gesagt, insgesamt 30 Sekunden, sodass ihr jetzt hier auf der Seite den Zug deutlich spüren könnt. Das gleiche machen wir jetzt für die andere Seite nochmal. Wir gehen erstmal wieder hier in die Schrittposition, das hintere Bein ist wieder lang. Bringen das Becken einfach mal nur nach vorne, sodass wir hier die vordere Seite gedehnt haben. Das Ganze halten wir jetzt, wie gesagt, erstmal. Und dann jetzt wieder die Arme nach oben, richten uns in der Wirbelsäule einmal komplett auf, stellt euch vor, hier oben zieht euch einer nach oben und dann verdrehen wir uns und lehnen uns nach hinten. Wie gesagt, falls ihr das mit dem nach hinten nehmen noch nicht könnt, reicht es, wenn ihr euch erstmal nur verdreht, dass ihr hier den Zug schon mal spürt. Ihr könnt dann langsam anfangen, Step by Step, die Arme nach oben zu nehmen. Okay. 30 Sekunden sind um, wir gehen langsam aus der Dehnposition raus. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den Part jetzt aufgedehnt. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch was für das Nervensystem. Dafür brauchen wir den Stuhl. Das Ganze kannst du nämlich jetzt wieder machen. Wir setzen uns einmal auf den Stuhl, die Matte kann kurz weg. 45 Grad, jetzt kurz am besten. So, wir haben natürlich auch verschiedene Nervenstränge. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen an dem Nervenstrang arbeiten, der hinten ist. Das heißt, setz dich mal ein bisschen weiter nach hinten.
Wichtig ist, dass die Beine hier gleich frei pendeln. Ja, das ist halt. Genau, in dem Fall ist es dann super. So. Das Bein muss frei pendeln. Ihr streckt jetzt dieses Bein. So, und das, allein schon das bringt schon mal einen leichten Zug rein. Wenn ihr jetzt die Zehenspitze ranzieht, neigt ihr euren Kopf nach vorn. Und jetzt müsstet ihr im Optimalfall, wenn ihr das Ganze richtig macht, die Wirbelsäule runter durch den Po im Bein einen Zug spüren. Merkst du das? Yes. So, Kopf wieder hoch, Fuß runter, das Bein bleibt aber kurz gestreckt. Genau, Fuß runter, hier die Spannung lösen, dann müsst ihr merken, dass sich die Wirbelsäule schon mal ein bisschen entspannt. Und das Bein wieder runter und jetzt sollte eigentlich eine komplette Entspannung stattfinden. Und jetzt geht das Ganze, der Unterschenkel geht wieder hoch, die Zehenspitze kommt ran und gleichzeitig geht der Kopf runter. Das Ganze 2-3 Sekunden halten und die Position wieder komplett auflösen. Komplett auflösen und wieder weg. Wir wollen 8 Wiederholungen, dann machen wir das gleiche mit der anderen Beinseite. Warum wollen wir das Ganze nicht zu lange halten? Unser Nervensystem ist natürlich sehr empfindlich und es ist natürlich auch nicht gewohnt, dass es Spannung bekommt, dass es Zug bekommt. Ja, wenn wir das Ganze jetzt zu lange halten, auch gerade mit der Kopfbewegung, könnte es sein, dass wir dann irgendwann Kopfschmerzen kriegen. Das ist dann halt ein Signal, dass es zu viel ist vom Körper bzw. zu viel Zug auf das Nervensystem. Warum ist es aber wichtig, dass wir das Nervensystem mitdehnen? Wir haben jetzt quasi eine Längenänderung. Durch Dehnung kriegen wir es hin, dass der Muskel im Endeffekt etwas länger wird, etwas entspannter wird. Das heißt, im Endeffekt werden wir etwas größer, wenn man das sich jetzt bildlich vorstellt, aber das Nervensystem kriegt das gar nicht mit. Das heißt, wir müssen das Nervensystem auch einfach ausgedrückt mitdehnen, damit wir da eine gleichmäßige Längenänderung haben von Nerv und Muskulatur. Okay, wir wechseln das Bein. Genau. Wie gesagt, der Fuß geht hoch, die Zehenspitzen werden rangezogen und währenddessen geht der Kopf auch runter. Damit aktivieren wir das Nervensystem ein bisschen und regen es da ein bisschen an, die Längenänderung zu akzeptieren und durchzuführen. Das Ganze geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, wir müssen es regelmäßig machen, damit das auch funktioniert. Aber wir müssen es einleiten und durch sowas leiten wir das halt optimal ein. Das Ganze hier jetzt ist für die hintere Kette. Sarah macht noch 2 Wiederholungen, dann zeige ich euch noch eine Variation für die vordere Kette und dann haben wir es auch geschafft. Die Variante für den vorderen Part vom Oberschenkel, wir stellen uns an die Wand, seitlich, halten uns hier ein bisschen an der Wand fest, falls ihr natürlich auch wieder Gleichgewichtsprobleme haben solltet. Wir nehmen jetzt das linke Sprunggelenk wieder in die Hand. Jetzt ziehen wir gleich das Bein nach hinten, während wir das Becken nach vorne schieben und der Kopf geht nach hinten. Genau, sodass wir hier quasi eine komplette Überstreckung haben. Jetzt müsstest du es auch eigentlich mit deinem Körper merken. Den Kopf komplett nach hinten, in den Nacken, genau. Das haben wir auch wieder 2-3 Sekunden. Danach lösen wir die Position wieder kurz und wir gehen wieder in die Position rein. Hier das Becken schön nach vorne schieben, Knie nach hinten ziehen. Und den Kopf komplett überstrecken. 2-3 Sekunden und die Position wieder auflösen. Ja. Becken schön nach vorne schieben. Genau. Wichtig ist, dass das Becken nach vorne kommt, weil dadurch wird es vor allem ja diese komplette Überstreckung. Es bringt nichts, wenn einfach nur das Bein nach hinten gezogen wird. Wir müssen das Becken nach vorne bringen, damit wir diese Überstreckung hinbekommen. Und den Kopf müssen wir einmal komplett hinten in den Nacken kriegen. Einmal noch, danach wechseln wir die Seite. Das ist nicht.
Fühlt sich an? Ich merke trotzdem den Weg. Ja, die Genus spürst du sogar so. Knie bleiben zusammen. Und eine Wiederholung noch. Okay, Position kannst du auflösen. Das war unser Mobilitätsprogramm für unser Kniegelenk. Ihr habt es geschafft. Ich hoffe, ihr habt es komplett durchgezogen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute Abend um 18 Uhr gibt es eine Unterkörpereinheit mit dem Schwerpunkt auf dem Bauch. Und morgen machen wir weiter mit dem Hüftgelenk bzw. mit dem Lendenwirbelsäulenbereich und befreien euch da ein bisschen. Das war's von uns für heute bzw. für jetzt. Macht eine schöne Mittagspause, esst was Schönes, genießt die Sonne ein wenig, draußen ist super Wetter. Ansonsten sehen wir uns um 18 Uhr. Yes. Yes. Mega. Bis um 18 Uhr, ansonsten ich wünsche euch einen schönen Nachmittag.